hier den Kollegen hier nochmal wegmachen. So, sehr schön. So. Hauen wir den Typen mal um. Ach, der kommt eh nicht mehr durch. So, alles Mist. So, zeige ich euch mal, wie es in einem Ziggurat aussieht. Also hier drin müssen die ganzen Mobs hier, die müssen kaputt gemacht werden, damit der Ziggurat quasi außer Funktion ist. Weil die betreiben quasi das Teil. So, und es gibt insgesamt 3 Stück von denen hier. Und alle 3 müssen kaputt sein, erst dann kommt man weiter. So, da hat der Jäger wohl gepult, ich helfe ihm da mal. So, kommt mit. Oh nein, ich kann auch keine Seele brechen. Ja, das hat man davon, wenn man Hunter ist. Nein, mag man doch gerne. So, gehen wir mal hier auf die Madame Bench. Hauen wir dir mal schnell 2 Chaosblitze um die Ohren. Oh nein, ich wurde unterbrochen. Nein, ich wurde zum Schweigen gebracht. Was soll denn das? Ich habe eine Stimme und ich werde sie nutzen. So, gib mir mehr Rüstung. Mehr. Lass mich. Gut, ich bin noch drin. Kann ich ihn hier unterstützen? Weil diese kleinen garstigen Krabbelkäfer, die haben so eine Angewohnheit, dass man die nicht ins Visier nehmen kann. So, hier drüben ist der letzte Ziggurat. Man hätte auch andersrum gehen können, weil wir kamen von ungefähr da hinten. Da hätte man erst runtergehen können, den Ziggurat machen und dann außenrum. Da muss man hier nicht immer durchs Tor eiern. Aber das kann man auch so machen. Gibt es hier irgendwo eine Funkelkiste? Nein, gibt es nicht. Das ist natürlich schade. Hey, lass das, geh weg. Oh, da hat einer den Boss mitgepult. So, jetzt haben wir natürlich auch noch Akku. Die absorbiert schon wieder alles, die olle Schreckschraube. So, schreiben wir hier mal ganz kurz ein GZ. Ich weiß ja nicht, wer es bekommen hat, aber... Ach, der Hunter. So, mal gucken, den hauen wir jetzt im Chaosblitze noch weiter mit um die Ohren. So, und falls wir hier diese Weihwasser von Shutdown Quest nicht machen, mein Gott, da machen wir die halt nicht, dann ist mir das auch egal. Wegen der einen Quest. Weil die Kiste, die stand echt ein bisschen ungünstig, so mitten in den Mobs drin. So, lass mal sehen. Beschwört das Auge von Killrock? Nein, das können wir ja hauptberuflich. Und hier haben wir ein Schild, das brauchen wir auch nicht. Was macht ihr denn hier? So, halt stehen bleiben. Hexerei. Polizei. So. Wieso schläft er? Hier kommt Hausblitz um die Ohren. Dann werde ich dir selbige abbrennen. So, und nun er hier. Oder auch nicht. So, hätten wir das auch geregelt. Da kommt schon wieder der Nächste. Was ist denn das? Wer pullt ihn die immer? Willenskraft und Stärke, das brauchen wir natürlich nicht. Wie schaut denn der überhaupt aus? Naja. So, wo will er denn jetzt hin? Ach, zur Banshee. Wir nehmen aber auch wirklich alles mit. Das ist gut. Gefällt mir. So, wir haben schon wieder
fast 30% von unserem Level und das mit ohne Account Equip. Da leuchtet auch nirgendwo was, nee. So, eine Essenz des Untotes. Da hinten glitzert noch was. Looten und weiter. Unser Inventar wird langsam voll. So, jetzt haben wir leider den Geschwindigkeitsbuff nicht mehr. Da müssen wir ein bisschen hinterher dackeln. Aber bis dahin hat er alles zusammengeholt und ein bisschen angetankt. Und dann können wir Freunden auf los poppen. Obwohl, ah, hat er auch. Sonst hätten wir jetzt dem Heiler helfen müssen. Weil Heiler dürfen keine Akku haben. Die mögen das nämlich nicht. Die mögen das noch weniger wie wir. So, sind wir reingebombt. So, es gab... Ach nee, da hinten gibt es noch was. Da befindet sich unser Weihwasser drin. So. Hilfe! So, da hinten wäre noch so eine Kiste mit Weihwasser. So füllt ihr eigentlich den Boss jetzt schon? Jimmy war im anderen Viertel, ich vergaß. Mann, bleib doch bitte stehen damit. Naja, jetzt looten wir erstmal fix. Da hinten haben wir auch noch was zum Looten. So, sehr schön, dann gehen wir mal. Unser Wichtel eiert da ja schon fleißig hinterher. Hier können wir auch noch looten. So, jetzt lebt der Boss da immer noch. Warte doch. Ich habe doch nicht so eine Reichweite. So, hier bombe ich mal nicht. Die halten ein bisschen mehr aus. Da kann man ruhig mal auf Fokus gehen. Sobald die down sind, geht die Tür auf und Rammstein kommt. Danach kommen von hinten, glaube ich, lauter Ads. Und dann kommen hier nochmal ein paar lustige Wachen raus. In der Reihenfolge war das. Was macht der denn? Wieso geht der jetzt schon wieder dahinter? So, irgendwas hat mich jetzt gerade erwischt. Gibt Spucke. Der hat mir angespuckt. Wie geht? So, looten. Oh, was ist das denn? Platte brauchen wir natürlich gar nicht. So, ich bin mal gespannt, ob uns heute wieder irgendjemand anschreibt, wegen, ob wir denn einer Gilde beitreten möchten. War ja bis jetzt eigentlich in fast jeder Aufnahme der Fall, nicht wahr? Aber da ist wieder die Frage, was soll man von solchen Gilden halten, die zwanghaft Leute suchen? Ich meine, klar, vor einem Addon, da kommen immer wieder mal Leute und suchen Addons. Und suchen Leute. Aber in der Regel so relativ gute Gilden. Die suchen sich meistens nicht die Leute, sondern warten, dass die Leute zu ihnen kommen. Und schauen sich dann erstmal die Leute an, was sie denn überhaupt so mitbringen. An Erfahrungen und so weiter. Außer es hat sich mittlerweile auch geändert, dass das jetzt gang und gäbe ist. Ja, da büßt er schon wieder von dannen. Also zum Beispiel damals, als ich in der Content-Gilde war, da musste ich mich erstmal werben und dann nach der Bewerbung... Was ist das denn mit Beweglichkeit? Wo ich die Bewerbung geschrieben hatte, da wurde dann erstmal abgestimmt, da wurde mein Charakter angeguckt, im Arsenal und überall. Und dann wurde erstmal entschieden, so nach Equipment-Status und so weiter, ob ich denn momentan taugbar bin dafür.
wurde natürlich bejaht. Dann wurde ich erstmal aufgenommen als Proband. Dann hatte ich einmal eine 4-Wochen-Frist. Diese 4-Wochen-Frist musste ich an mindestens 2 Raids teilnehmen. An welchen war egal, aber an Raids teilnehmen. Und da wurde dann geguckt, hat er Movement, kann er was, weiß er, welche Köpfe das er muss und so weiter. Und dann wurde nochmal abgestimmt in der Gilde mit so einem Gildenrat, wie ich mich dann auch in der Gilde so genommen habe, Leuten, ob ich mit denen geredet habe oder ob ich eher so krankheimlich immer wieder mal online gekommen bin, nur geguckt habe und wieder weg bin. Und wie ich mich sonst so engagiert habe und das ganze Gedöns. Ja, und danach wurde abgestimmt, werde ich genommen oder nicht. So war das zumindest früher. So, 1. Hat getroffen. 2. Hat getroffen. Und 3. Sehr schön. Oh, heilt meinen kleinen Wichtel. Der kann auch nichts dafür. So, die Ads, die sind egal. Die kann der eigentlich mit seinen AEs ganz gut wegtanken. So, und wir haben Stratholm geschafft. So, jetzt erstmal hier. Sehr schön. Was haben wir hier? Stoff. Uiuiui. Die geben uns natürlich mehr Tempo, das ist gut. Und dadurch ist egal. Aber die Stoffschultern, da sagen wir mal B für. Auch wenn die erst in einem späteren Level für uns sind. Die sind für 48, wir sind 47. Jetzt geben wir erstmal alle Quests ab. Oh, hier haben wir noch Loot. Und dann mal gucken. Cookie guck. So, Quest beenden. Da haben wir nochmal 2 und da hinten sind auch nochmal 2. Wenn wir die beendet haben, drücken wir wieder unter unseren Dankes-Werbeknopf. Und verkrümmen uns zurück und gucken wir mal, was in Unterstadt so los ist und wo sie uns denn hinschicken möchten. So, wir sind zumindest mal noch das restliche Level erholt, das ist doch gut. Und unser Inventar ist noch nicht mal ganz vollgelaufen. So, und dann auch noch so. Somit dürften wir in Stratholm alle Quests erledigt haben. Wo geht's denn da eigentlich hin? Keine Ahnung. Wir porten uns nochmal fix aus dem Dungeon und nochmal in den Dungeon, um zu gucken, ob der Typ am Eingang jetzt hier hinten mitstand oder nicht. So, na komm. Gut, er stand da. Dann drücken wir jetzt... Was hat er hier geschrieben? Plus noch eine, ich nicht. So, erstmal den Dankesknopf und dann verlasse ich die Gruppe. So, jetzt sind wir hier in Unterstadt. Das erste, was wir machen, ist einen Händler aufsuchen. Unser Material zu reparieren und den Rest hier zu verkaufen. So. Dann schauen wir mal, ein Zauberstab, den behalten wir mal. Die Stoffhandgelenke, die verkaufen wir. Kette können wir eh nicht brauchen. Der Stab ist schlechter wie den, den wir haben. Das ist auch schlechter. Platte können wir nicht brauchen. Und die Stoffschultern behalten wir für den späteren Zeitpunkt. Das war eigentlich auch alles Mumpitz hier. Das kann auch weg. Das Zeug hier kann auch weg. Hier können wir mal gucken, ob das irgendwas im AH-Wert ist. Den da können wir auch verkaufen. Oder gehen wir mal runter. So, wie schaut's aus mit Stoffen? Da haben wir noch ein bisschen was. Da können wir jetzt erstmal... Ich bin von den Verlassenen. ...alles reinwerfen. Und dann schauen wir ins Auktionshaus. So, fangen wir an mit dem geheimnisvollen Zaubervolanten. Der ist wert... Ja, der billigste ist für 140 drin. Dann würde ich sagen, stellen wir den doch einfach mal für... einen spottbilligen Preis rein, und zwar 99 Gold, 99, 99, 98. Wir stellen ihn für 48 Stunden rein. Auktion erstellen.